ja, am Ende war das für mich, glaube ich, der schönste Tag in meiner Karriere. So. Man hat da wirklich halt einfach Emotionen, die man halt irgendwie nie sonst erleben kann. Und da erinnert man sich halt echt immer gerne zurück. Also selbst wenn ich jetzt drüber spreche, dann bekommt man da halt echt Gänsehaut. Und das ist was ganz Besonderes, was ich wirklich, denke ich, nie wieder vergessen werde und was auch wahnsinnig viel Motivation gibt, um ja, am nächsten Sonntag wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Ja, ich meine, alle Erlebnisse dort im Velodrom waren, denke ich, einzigartig. Der Moment, wenn man die Ziellinie da überquert und weiß, man hat das Rennen gewonnen, und auch diesen Moment Ruhe halt einfach genießen kann, nicht wie bei jedem anderen Rennen, wo man dann anhält und dann Fotografen und Journalisten direkt auf einen zustürmen im Velodrom. Da hat man erstmal so seine Ruhe. Aber natürlich auch der Moment, wo wir als Mannschaft gemeinsam da auf dem Podium standen und ich meine ganzen Teamkollegen mit nach oben genommen habe. Das war, denke ich, ja, was Unvergessliches. Und das Bild habe ich immer noch zu Hause. Es ist eines der härtesten und toughsten Rennen übers Jahr gesehen. Man muss einfach über so viel Kopfsteinpflaster fahren, hat dort so viele Schwierigkeiten irgendwie zu bewältigen. Und es ist mit nichts irgendwie zu vergleichen. Auch dieses Finish im Roubaix, im Velodrom, ist halt auch einzigartig. Gerade auch die ganzen Kopfsteinpflasterabschnitte. Viele von denen sind halt wirklich von Anfang an mit dabei. Und das bedeutet, man fährt eigentlich auf den Straßen von vor fast 120 Jahren. Oh, ich glaube, Lieblingsabschnitt kann man eigentlich nicht so richtig sagen. Aber es ist, wenn man halt wirklich ganz vorne mit dabei ist und ins Carrefour Labre reinfährt, dann ist es halt wirklich, dann hat man halt wirklich das Gefühl, man befindet sich gerade in der Hölle des Nordens und das passt einfach. Der Slogan von dem Rennen, das passt alles wie die Faust aufs Auge. Also es war ja so, dass relativ zeitnah eigentlich klar war, dass ich bei den Klassikern einfach nicht mit dabei sein werde. Und dann war diese Zeit eigentlich im Vornherein so ein bisschen, das war einfach die anstrengendste Zeit, so erstmal damit abzuschließen und das einfach zu akzeptieren, dass man dieses Jahr keine Möglichkeit hat, mit dabei zu sein. Und als dann die Klassiker kamen und ich dann auch schon die ganzen anderen Rennen mit Sanremo und mit der Flandern-Rundfahrt geguckt hatte, dann war das eigentlich, konnte man das eigentlich eher genießen, als dass es eine Qual war. Ich habe das zusammen mit Freunden geguckt und haben dort das Ganze mal aus einer komplett anderen Perspektive betrachtet und war gar nicht so schlecht. Ich habe es genossen und habe natürlich auch mal genauer hingucken können, als man es vielleicht irgendwie im Rennen macht. Und das konnte das auch am Fernseher halt analysieren. Und es war auch mal eine schöne Erfahrung. Aber dieses Jahr will ich natürlich wieder fahren. Das Wichtigste bei Roubaix ist, dass alles 100% stimmen muss, wenn man dort erfolgreich sein möchte. Man muss wirklich von Anfang an einen kühlen Kopf bewahren, darf keine Kraft verschleudern, muss ein Top-Material mit dabei haben, braucht ein bisschen Glück, dass die Konstellation auch so ist, wie man sich das wünscht, wie man sich das vorstellt. Und wenn das alles so funktioniert, auch die Mannschaft topfit drauf ist, dann glaube ich, braucht man keine Angst davor zu haben, ne? Und muss dann einfach nur sein Herz in die Hand nehmen, teilweise auch was riskieren und attackieren und dann einfach vorne mit dabei sein. Ich glaube, dass das ist für mich
eher ein Vorteil ist als ein Nachteil. Viele sagen ja immer, dass es halt schwierig ist, als Sprinter, sage ich mal, sich unter diese Klassikerfahrer zu mogeln. Und ich versuche natürlich dann immer auch defensiv zu fahren und mich so viel wie möglich zu verstecken. Aber kann man sich halt auch nicht verstecken und muss dann auch mitfahren. Und ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile auch über die Jahre so viel Standgas und so viel Erfahrung gesammelt habe, dass ich in der Lage bin, auch zu attackieren. Und 2015 war es ja auch so, dass ich dann an einem gewissen Punkt dann gesagt habe, okay, ich muss attackieren, ich muss mitgehen, und dann hat es funktioniert. Also wenn man Roubaix halt wirklich noch nie gefahren ist, dann muss man sich halt auch erstmal sein eigenes Bild davon machen, ob das was für einen ist. Und bei mir war es auch so, dass ich in den Nachwuchsklassen immer nur Flandern-Rundfahrt gefahren bin und kein Roubaix, weil das dann nicht in das Programm irgendwie gepasst hat. Und bin dann, war eigentlich vom Gefühl her, fand ich mich selbst gut vorbereitet und dachte, okay, das wird jetzt nicht so ein großes Problem sein, dort einfach jetzt mal mitzufahren in meinem ersten Jahr 2011. Und dann bin ich dorthin gekommen und selbst schon das Training, was wir dort auf der Strecke absolviert haben, hat mich total geflasht, weil ich das einfach nicht erwartet hätte, dass das so hart ist, dass das Kopfsteinpflaster so rau ist. Und man muss sich das einfach vorher mal angucken. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt ist, den Lenker nicht zu fest zu halten. Wenn man verkrampft am Lenker irgendwie versucht, die Maschine festzuhalten, dann gibt es ganz schnell ganz große Blasen an den Händen. Roubaix war schon immer was ganz Besonderes für mich, auch wenn ich, als ich es vom Fernseher einfach verfolgt habe, als kleines Kind. Und jetzt halt einfach die Möglichkeit zu haben, dort an den Start zu gehen, zum Einschreiben zu fahren und einfach diese Atmosphäre zu genießen, das ist was ganz Besonderes, was nach wie vor heute auch immer noch Gänsehaut einfach hervorruft. Und es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, ich glaube, dass dieser Fokus auch die anderen Rennfahrer mir persönlich auch gut tut und dass es kein Nachteil ist in dem Sinne. Ich konzentriere mich sowieso eigentlich größtenteils halt einfach auf mich und versuche auch mein Rennen zu fahren. Ich gehe auch nicht in ein Rennen rein und sage, okay, ich bleibe jetzt nur bei Sagan am Rad oder bleibe nur bei Van Avermaet am Rad, weil ich persönlich einfach denke, dass mich das negativ beeinflusst in meiner eigenen Fahrweise. Und ich muss mein Rennen fahren und mich auf mich konzentrieren. Und es ist ja auch nicht so, dass gar kein Druck oder gar keine Erwartungshaltung von außen auf mich und auch auf unsere Mannschaft kommt. Wir haben ja schon auch hohe Erwartungen an uns selbst, aber halt auch die Leute stellen ja hohe Erwartungen an uns. Die Phase bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich fühle mich wohl und fühle mich heimisch, das war echt extrem schnell und hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich bin von der Mannschaft echt super aufgenommen worden und die Abläufe sind eigentlich, wie man es sich halt einfach wünscht. So. Und das funktioniert echt alles super und bin mit der ganzen Konstellation, wie auch die Ausrichtung der Mannschaft jetzt ist, im Moment sehr, sehr glücklich und hoffe natürlich, dass wir jetzt auch bei den Klassikern mit dem Abschluss bei Roubaix auch nochmal ein schönes Ergebnis einfahren können und dort am liebsten natürlich noch einen Pflasterstein mit nach Hause nehmen. Mein Sohn, der hat gesagt, mein Sohn wird bei Roubaix auch wieder mit dabei sein, und hat gesagt, dort holen wir uns den zweiten Stein.